Hallo Freunde und willkommen zur ersten, ich würde es jetzt mal als Sonderfolge von Batman Arkham City bezeichnen. Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich halt wirklich möchte, dass das Finale des Spiels, also das Finale der Hauptstory auch wirklich das Finale von meinem Let's Play ist, dass ich bestimmte Dinge, die nach dem Ende passieren, vorher zeigen möchte. Und das erste davon ist praktisch die letzte Catwoman-Mission, bei der sie jetzt aus Arkham City verschwindet. Das Einzige, was ich dazu am Anfang noch sagen möchte, bevor ich loslege, ist, dass es durchaus sein kann, zumindest glaube ich, dass es sein kann, dass einige der Gangster so unterwegs auf der Straße Dinge erzählen, die euch das Ende des Spiels spoilern werden. Das heißt, wenn ihr, also ich werde es zwar vorher hochladen, diese Folge, wenn ihr aber euch überhaupt nicht spoilern lassen wollt zu dem Ende, dann rate ich euch, die Folge erstmal zu überspringen und zu warten, bis ich das richtige Finale hochlade, damit ihr das erstmal seht und nicht gespoilert, also ohne Spoiler. Dann hierher zurückkehrt. Okay, für alle, die dabei bleiben wollen, beziehungsweise für alle, die jetzt das Finale gesehen haben und hier sind, legen wir los. Was man aber schon mal sieht, ist von der letzten Episode, die ich hochgeladen habe, dass hier das Gerichtsgebäude jetzt erstmal in Schutt und Asche liegt. Durch die Raketenangriffe. Sperr alle Spinner ein und wirf den Schlüssel weg. Ja, tolle Idee. Ist halt nur die Frage, wie ich das mache am dümmsten. Batsch. Batsch. Und Krabbums. Zum Glück habe ich ihr ein bisschen mehr kugelsichere Rüstung gegeben. Beziehungsweise werde es ihr geben, weil das passiert erst im Finale. Ach, ihr wisst, was ich meine. Hier drüben sind auch noch Bewaffnete. Wir müssen halt erstmal ins Gerichtsgebäude. Ich glaube, dazu wäre es... Nee, Quark, wir müssen nicht ins Gerichtsgebäude, bin ich blöd. Wir müssen nämlich tatsächlich erstmal zu ihr nach Hause und ihr Zeug holen. Aber das ist ja in der Nähe des Gerichtsgebäudes, also, ja. Schon irgendwo hier. Na, da oben. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie ihr noch ihr eigenes Symbol gegeben hätten. Also nicht das Bat-Symbol oder so. Naja. So, da wären wir wieder. Ich werde nie vergessen, wie Gründen atmen. Home, sweet home. Oder auch nicht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in solchen Geschichten hier vor allen Dingen eine Regel immer zu gelten scheint? Explosionen haben keine bleibenden, also Konsequenzen. Ist sie tot? Sekunde, sie wacht auf. Da kann eine Granate mitten in deiner Fresse explodieren und die wacht sofort auf und ist wieder hier. Ja, komm hier, Akrobatik. Ich war zwar gerade eben bewusstlos, hab ein schweres Hirntrauma. Ich brauch aber auch echt lange, oder? Bis jemanden auf dem Boden ausknipst. So. Gibt's noch nicht mal so aus. Also mir ist so aufgefallen, ab drei Leute ist das Bodenausschalten schnell genug, dass du es halt mal eben so machen kannst. Und knack. Ja. Wo sind meine Sachen? Sag es mir, oder ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Two-Face hat sie. Er ist im Museum, okay? Danke. Batz. Du hast Boah, Alter, das Kostüm. Gekrochen zu kommen, Harf. Schade. Ach ja, dann muss dir dieses Kätzchen wohl ein für alle Mal Manieren beibringen. Ich glaube nicht, dass du einem einzigen Schurken in dieser Welt ein für alle Mal Manieren beibringen kannst. Ernsthaft jetzt, ich glaube, du könntest Two-Face die Beine abschneiden und er würde immer noch nichts lernen draus. Naja, ich hole mir aber wie immer erstmal meine Trophäen hier, damit wir das auch hinter uns haben. Wenn wir das nämlich hinter uns haben hier, dann kann ich ab da auch wieder frei zu Batman wechseln. Oh fuck.
Das ist doch ganz bestimmt ein Witz. So. Ja, muss man mal auf die klassische Art und Weise schleichen. Eigentlich, ich sag ja immer, ich will nicht mal hier stundenlang in diesem Röntgenmodus bleiben. Batz. Diese bewaffneten Dachschläger. Das nervt aber auch. Hier kann ich mir merken, hier kann man auch nochmal mit Batman was hacken. Sie hat ja nichts dergleichen. Nee, sie hat nur ihre Bolas. Das benutze ich ehrlich gesagt fast nie mit ihr. Ja, das Ding ist, in den meisten Fällen bringt ja das halt nichts. Also klar, in einem Kampf mit sehr vielen Leuten ist halt, sind halt diese Stacheldinger am Boden ganz geil, weil die halt immer wieder zu Fall bringen. Müsste hier drin nicht Deadshot eingesperrt sein? Oh, was? Wer ist runter, was zu suchen? Also das hier spielt jetzt, nachdem Batman praktisch... Also nachdem Protokoll 10 beendet ist. Und ich glaube, Batman müsste jetzt im Theater zugange sein. Aber die sind jetzt auch bewaffnet. Mit ihr sieht man das halt so schlecht. So, wo war denn jetzt nochmal das Teil? Das Teil ist hier quasi... die Richtung. Ja, seht ihr, da war der erste Spoiler gerade. Hoffe, den habt ihr nicht gehört. Oder beziehungsweise, ja, wie gesagt, also... zwei Joker. Das war quasi schon ein Spoiler zum Finale. Was heißt quasi? Ich sag schon immer wieder quasi. Was ist denn das mit mir und diesem Ausdruck? Gänsehaut und einen seltsamen Ausschlag. Ja. Wer war das, hä? Wer war das? Wenn ich jemals hier rauskomme, verlasse ich diese verdammte Stadt und komme nie mehr zurück. Kommst aber nicht hier raus. Niemals. Na gut, vielleicht doch. So. Was wird das? Wollen die uns verhungern lassen? Und jetzt ihn hier. Zum Glück kann ich ihn halt theoretisch mit der Peitsche ausschalten, wenn er mich bemerken sollte. Tut er aber nicht. Die sehen aus wie Seifenblasen in ihrer Vision. So. Und auch das gerade eben war ein Spoiler, den der Typ da gesagt hat. Ich hoffe, ihr habt es überhört. Beziehungsweise ich hoffe, ihr habt das Finale schon gesehen. Ja, es tut mir halt, wie gesagt, es tut mir halt echt leid, aber das Spiel funktioniert nun mal so. Ich kann euch das nicht zeigen, bevor es zum Finale kommt. Konnte hier lang müssen wir, ne? Zwar war das manchmal unter dieser Brücke. Kann das sein? Hier? Nee. Kannst du mal aufhören, hier das Finale weiter zu spoilern? Na gut, okay, ich rede jetzt mal nicht weiter drüber. Ihr überhört jetzt einfach mal das, was die Gangster da unterwegs sagen. Was zum Teufel treibt? Ah, Alter! Ich kann die ganze Nacht. Da drüben prügelt sich jemand. So, okay, dann müssen wir die jetzt erstmal ausknipsen. Auf den mehr der Knarre. Ja, ist es doch schon. Bist du? Na, wer ist? Hallo? Normalerweise kommt doch, wenn es vorbei ist, diese Slow-Motion-Kamera. Ist hier noch irgendwer? Ja, lauf! Hä?
Wo? Egal. Ist okay, jetzt müssen wir mal gucken. Also hier war das, aber die sind ja jetzt leider noch aktiv. Ich glaube, ich muss da rein. Zum Glück habe ich das hier mit Batman schon ausgeschaltet. Oder? Nicht. Doch hier oben, ne, oder? Ja. Doch da oben. Hier, da. Ganz oben. Natürlich ist er das nicht. Wir kennen doch alle unseren Mr. J. Der und tot, vor allem kann ich mich alleine. Alter! Nervt mich gerade etwas? So. Okay, ich muss nämlich hier drauf. So. Meine Fresse, ist das. Mit Batman ist das leichter mit seinem Enterhaken. Enterhaken, mit seinem Greifhaken. So. Gottes Willen hat das lange gedauert. Ich hasse das, habe ich das schon mal gesagt? Und so eine ganz einfache Sache einfach so unnötig lange dauert. So, das hier hole ich mir jetzt. Nee, das ist unten. Okay, das hole ich mir jetzt nicht. Nee. So, wir gehen jetzt hier hin. Es ist Catwoman. Tschüss. Nur zu, Mieze. Lauf, versteck dich, du Katzenluder. Was? Was war das? Alter, wie viele bewaffnete Leute sind hier eigentlich? Es sind einfach viel zu viele Bewaffnete. Batz. So. Na los, lauf, versteck dich. Okay, und die sind jetzt aber, das sind ganz normale Schläger, ne? Hast du Schiss? Ja. Komm und kämpfe, Catwoman. Ja, klar. Ich leg dich um, du Schlampe! Alter, wie ritzen du in der Frau? Was? Ich. Und jetzt. Ja. So, dann ab ins Museum. Mit dir waren wir hier noch gar nicht, aber Two-Face ist tatsächlich auch hier. Hallo Rexy. Gott, wie lange das halt einfach mal schon her ist, dass wir hier mit Batman waren. Schön, dass der Boss wieder da ist, oder? Ja, hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hatte? Hatte er sicher von Catwoman. Er hat Polly B rübergeschickt, damit er das geheim versteckt. Ja, hatte er. Und jetzt will ich das wieder... Nein, tust du nicht.
Und Krabbombs. Easy. Also prügeln geht mit ihr echt gut, finde ich. Oh, vor allen Dingen, was war das für ein Move? Oh, stimmt. Ja, da muss ich ja was anderes mit Batman machen. Hui, Alter, was ist denn das, ey? Die ist die absolute Limbo-Göttin. Sieh hier lang, ne? Ich muss wieder in den Raum, wo der Freeze-Anzug war, das weiß ich noch. Das werde ich auch so schnell wie es geht machen. Ja, ich habe den Boss noch nie so fröhlich erlebt. Es ist Catwoman. Alter, komm jetzt. Morgen! Ich fange hier gar nichts. So, das Schild ausschalten. Na jawohl. Alter, was? Das hat nicht gereicht. Willst du mich verarschen? Was willst du mit dem Stuhl, hä? Dich setzen? Wie wär's mit legen? Boah! Zum Hammer, ey, was willst du denn damit? Vor allen Dingen, die ist nicht nur so schnell, die hat auch übelste Kraft, ne? Wenn die jemanden einfach so durch die Luft schleudern kann. Ich will nicht an dir vorbei. Ich gehe einfach durch dich durch, Mann. Alter, ich werde das Kampfsystem vermissen, wenn ich irgendwann mit den Arkham-Spielen wieder durch bin. Obwohl, ich könnte theoretisch Herr der, sag mal, wie heißt Mittelerde, Shadow of War spielen. Das hat ein ähnliches Kampfsystem. Das, na, ich sag mal, sehr stark davon inspiriert ist hier. So, oh, Alter. Ich sag mal so, wenn du so einen Berg aus bewusstlosen Typen mit gebrochenen Knochen siehst, weißt du, die Frau ist wütend. Dann gib ihr einfach zurück, was du von ihr hast und lass es. So ja, wie wären wir denn jetzt mit Tiny fertig, ja? Also hier auf jeden Fall. Hier können wir erstmal hoch. Aber wo machen wir jetzt weiter? Ernsthaft jetzt? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, Tiny, willst du was essen? Ach so, doch, ich glaube, ich muss hier sogar. Also hier ist nicht nur die Trophäe, ich muss hier bestimmt sogar weiter. Oder? Ja. Ja, na komm. So, hier. Ich fände es cool, wenn man ihn dann jetzt hier unten so rumschwimmen sehen würde. Ist sowieso eigentlich seltsam, oder? Ich meine, ihr habt ja gesehen, wie riesig der Hai ist, dass man den in dem Wasser hier dann nicht zumindest so als Schatten sieht. Was glaubst du, wie tief das ist? Tief genug, um einen verdammten Hai reinzutun. Kaum zu glauben, dass Pinguin einen Hai da drin hat. Ha, das ist noch gar nicht. Was treibt Catwoman hier drin? Euch ausknipsen. Und ein bisschen in der Luft rumfuchteln. Oh, na, tut weh, hä? Tschüss. Oh, okay. Und jetzt ist Two-Face mit dabei. Warte mal, was ich mir hier alles traue.
will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams! Wir sind die Zukunft Gothams! Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Da hat er nicht mal ganz Unrecht. Wird von uns entzwei geschnitten. Wir wollen, dass sie stirbt. Der Erste, der sie findet, den mache ich zu meiner rechten Hand. Theoretisch gesehen hat mich ja schon jemand zuerst gefunden, ne? Der Typ, den ich hier zuerst bewusstlos gewirkt habe. Kommt, ich kenne sie nur zu gut. Ich habe hier jemanden. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich bin jetzt erstmal weg. Dafür töte ich dich. Ich habe hier jemanden. What the fuck? Okay, jetzt wissen sie aber erstmal, dass ich da bin. Ich glaube, sie kann die Wasserspeier gar nicht nutzen. Bin mir aber nicht sicher. Möchte jemand hier runterkommen? Alter, was macht denn der? Na, komm. Krabbel weiter. Der hat echt den Granatwerfer, ey. Das ist bestimmt sogar der vom Pinguin. Na komm du mal her hier. Komm. Komm zur Mieze. Hallo? So geht der, Alter, will er mich verarschen? Komm mal, wenn du an dem Pfeiler vorbeigehst, dann kann ich dich holen. So, jetzt. Ich dachte jetzt schon. Ist der etwa intelligent und weiß, dass ich hier oben sein kann? Oder der Psycho ballert hier rum. Worauf wartet ihr noch? Ganz toll. Komme ich hier irgendwie ungesehen wieder hoch? Hier, ne? Könnte ich auch jemanden ausschalten, wenn er hier lang kommt? Boah, Alter, die ist auf sein fucking Gesicht gesprungen. Neuer Plan. Wir durchsuchen den Raum nach der Schlampe. Sehen überall nach. Wir finden sie. Und wenn wir sie haben, ist sie erledigt. Ja, geht so. Ich glaube, man kann vielleicht sogar seine Ballerei für sich nutzen. Weil in der Zeit können die ja bestimmt schlechter hören, oder? Wenn hier die Explosionen sind. Hallo. Ich hätte eigentlich gehofft, hier kommt mal einer rum. Muss ich eben zu euch kommen. Ich
sagte doch, dass sie herkommt. Tötet sie! Tötet sie! Nein, lass das arme Kätzchen in Ruhe. Hier drüben liegt noch einer. Der hat nämlich gar nichts gemacht, außer euch die Knochen zu brechen, euch bewusstlos zu würgen. Ohne Scheiß, kann ich hier hoch? Kann ich. Vor allen Dingen der da unten. Harvey, was zur Hölle machst du da? Am Ende bringt er doch seine eigenen Leute um. Worauf wartet ihr noch? Helft mir! Könnt ihr ihn mal angreifen, oder? Tschüss! Okay, man kann ihn nicht ausschalten. Man muss ihn, glaube ich, jetzt erst ein bisschen, ja, weichklopfen, sag ich mal. Wo ist sie hin? Hat sie jemand gesehen? Mann, sie ist weg. Einfach so verschwunden. Hier ist niemand. Die ist nicht weg. Die war hier nie. Ja, das ist nicht so... Das ist nicht so klug. Tschüss. So finden wir sie nie im Leben. Einen Moment, kurz durchatmen und dann suchen wir nach ihr. Naja, such du mal. Komm. Alter, der läuft hier rum. Alter, nein. Ach, leck mich doch, Alter. Die waren auf einmal alle da. Ah, Mann. Und das Urteil lautet tot. Ich war schon tot, Junge. Das Urteil spricht man, bevor jemand stirbt. Ach ja, hier, Riddler, ne? Das wäre dann auch noch so eine Aufgabe. Ah, da muss ich dann auf jeden Fall noch mit Batman ein bisschen ran. So, okay. Ich muss jetzt mal ein kleines bisschen schneller und effizienter hier arbeiten, sonst geht die Folge noch 3 Tage lang. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams! Wir sind die Zukunft Gothams! Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Denn jeder, der es tut, wird von uns entzwei geschnitten. Jetzt könnte ich auf jeden Fall ihn hier noch holen. Die hat aber jetzt hier keinen so einen Muffen hier oben, oder? Die hat nur den normalen Sprungangriff. Sie kommt. Ich kenne sie nur zu gut. So. Nicht lang dauern und die finden den ersten. Ich weiß es. Ich würde gern das hier holen, wenn es geht. Würdest du jetzt bitte einfach mal da oben drauf springen? Wollen, so, danke. Der Erste, der sie findet, den mache ich zu meiner rechten Hand. Hm, brauchst eine rechte Hand, ne, weil du 2 linke hast. Hui.
Tschüssi. Ich hab sie verloren. Findet sie, sofort. Hier drüben, sofort. Ich hab einen gefunden. Ah, das war schon wieder viel zu knapp. Mann. Stealth finde ich echt beschissener mit ihr. Ich meine, ja, sie hat halt das hier. Also diese... Dachgeschichten. Kommt hier mal einer rum? Stealth besteht halt nun mal leider zu einem Großteil aus Warten. Und wenn die dann am Ende alle halt wirklich in die falsche Richtung, also in die falsche Richtung, wenn die halt alle dann nicht da lang kommen, wo ich eigentlich hoffe, dass sie lang kommen, dann ist halt scheiße, weißt du? Ja, da vorne, was macht der jetzt? Der steht da jetzt 6 Stunden lang rum. Hier drüben liegt noch einer. Hier. Ich dachte doch, dass sie herkommen würde. Schnapp sie! So, komm du jetzt mal hier lang. Bringst du jetzt mal hier hoch? Danke. Ich hab noch einen gefunden. Helf mir! Ich sagte doch, dass sie herkommt! Tötet sie! Tötet sie! Alter, also das habe ich. Ich habe jetzt mal ganz kurz das Signal gesehen, so zum Ecken ausschalten. Catwoman ist hier drüben. Alter, wo springst du denn hin? Die springt aber auch echt genau dahin, wo ich nicht hindrücke. Kein Witz. Das ist kein Scheiß. Die springt echt hin, wo sie will. In der Situation. Jetzt gerade. Ich schwöre, ich habe wirklich buchstäblich in jede andere Richtung gedrückt, außer dahin, wo die jetzt gerade hingesprungen ist. Ach Mensch. Kann das aber auch ein bisschen sein, dass ich recht damit habe, wenn ich sage, die braucht irgendwie für jedes Ausschalten, also gerade auch für dieses Bodenausschalten und so länger als Batman? Okay, jetzt erstmal ganz ruhig. Ich schalte jetzt erstmal wirklich jeden anderen aus, außer Two-Face. Der große Boss kommt dann später. Jetzt erstmal hier. So, jetzt geht der zum Beispiel nach oben. Jetzt könnte ich mir den hier krallen. Tschüss. So, er hier, der Typ da an der Treppe ist jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Ist doch schön, was mir gerade auffällt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass Two-Face Gesundheitsbalken auch zweigeteilt ist. Sind wieder 3 Typen da oben, warum auch immer. Was? Geh doch mal da hoch. Danke. Alter, nein, Mann, fick dich doch. Warum tust du das schon? Das gibt's doch nicht. Die haben gerade eben einen entdeckt. Hey, da ist jemand. Alle auf dem Weg dahin. Ich wirk den da bewusstlos und genau in dem Moment dreht der sich natürlich um. Hat er Interesse verloren. Ja, haben gerade einen gefunden. Waren gerade auf dem Weg dahin. Nee, ist uninteressant. Ich drehe mich jetzt einfach mal spontan um.
Ja, ich hasse sowas. Ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut. Ja, ist lustig. Die Schlampe will dich nämlich auch in Fetzen sprengen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams. Wir sind die Zukunft Gothams. Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Denn jeder, der es tut, wird von uns entzogen. Catwoman ist hier! Was? Ich renne jetzt einfach, ich benutze nicht das Ausweichen. Das war jetzt halt auch voll lustig irgendwie. Neuer Plan. Wir durchsuchen den Raum nach der Schlampe. Seht überall nach. Wir finden sie und wenn wir sie haben, ist sie erledigt. Also wenn das der neue Plan ist, ne? Eigentlich hätte das schon mal der alte Plan sein können. Jetzt stehen hier zwei, ey. Ich fass es nicht. Ich hab sie verloren. Wir müssen sie finden. Sucht weiter. Wo ist sie hin? Hat sie jemand gesehen? Mann, sie ist weg. Einfach so verschwunden. So, jetzt bin ich hier oben. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt den ausschalte und der da hinten dreht sich jetzt in die Richtung um, dann bin ich mir sicher, dass das Spiel... Okay, alles klar. Wenn der sich jetzt, der da hinten an der Ecke stand, umgedreht hätte und hätte jetzt quasi, wäre jetzt auf mich gegangen, hätte ich jetzt gesagt, nee. Das ist doch echt dann unlogisch. Da muss das Spiel doch irgendwie nachhelfen. Kommt der Typ hier rein? Sie ist zurück. Ja, na klar, Alter. Na klar, Alter. Genau da hat er sich um... Sie ist weg. Hat sie verloren. Findet sie. Sofort. Ist klar. Hat sie jemand gesehen? Mann, sie ist weg! Einfach so verschwunden! Das ist einfach so lächerlich! Ey, ich fass es nicht. Jetzt kommen die hier alle drei hier lang. Ich kotze ja ohne Witz gleich im Strahl. Ich hab hier jemanden. Ja, toll, behalt's für dich. Tschüss. Findet und häutet die Katzenschlampe. Nee, du, wenn hier einer gehäutet wird, dann bist du's. Also die eine Hälfte von deinem Körper, wo noch Haut dran ist. Alter, ich hab grad so die Fresse voll von euch Pennern. Jetzt, ich mach jetzt hier lang. Wetten, der Typ auf der Treppe dreht sich jetzt gleich um? Nee. Ich dachte schon jetzt. So, das ist jetzt der letzte von denen nochmal. Nee, da hinten ist noch einer. So, ich glaube, kommen da immer mehr? Ich glaube, ich muss Harvey irgendwie mal angreifen, ne? Das gibt's doch nicht, ey. Okay, ich glaube, ich muss Dent irgendwas. Ich muss Harvey angreifen. Sorry, Kätzchen.
Die Folge geht hier gerade 40 Minuten, weil ich diese scheiß Stealth-Passage nicht hinkriege. Das hier haben wir zum Beispiel auch noch, was jetzt gerade da steht. Identifiziere den Serienmörder, das habe ich auch nicht gemacht. Ach, wir haben eigentlich noch sau viel mit Batman, was ich noch nicht geschafft habe. Rudy traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams! Wir sind die Zukunft Gothams! Also ein paar Leute muss ich ausknipsen vorher. Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Denn jeder, der es tut, wird von uns in zwei geschnitten. Sucht weiter! Sie könnte bereits hier sein. Ja, sie ist bereits hier. Ich verstehe aber, ich weiß noch nicht so ganz, wie das mit Two-Face dann selber war. Wir wollen, dass sie stirbt. Der Erste, der sie findet, den mache ich zu meiner rechten Hand. Also ich finde das gerade echt kniffliger, als es sein sollte. Sie kommt. Ich kenne sie nur zu gut. Könnte aber auch ein Zeichen sein, vielleicht, dass die Stealth-Abschnitte mit Batman leichter sind, als es eigentlich sein sollte. Also ich finde es mit Batman zumindest in der Regel ziemlich einfach. Enttäuscht mich nicht, wenn sie hier ankommt. Tötet sie! Bist du Lugatov? Wie hast du mich genannt? Ich hab sie verloren. Wir müssen sie finden. Such weiter. Das war jetzt allerdings meine Blödheit, das gebe ich zu. Den habe ich nämlich nicht gesehen, dass... er hat gerade echt einen von seinen Leuten ausgeknipst. Suchen den Raum nach der Schlampe. Sehen überall nach. Wir finden sie und wenn wir sie haben, ist sie erledigt. Hier ist einer! So, jetzt hat er nämlich richtig Schaden genommen. So, und jetzt fängt er hier an rumzugehen. Wo ist er denn jetzt? Er ist unten. Da. Unter dem Mammut. Was? Und, Nanu? Weiß jemand, was mit der Mauer passiert ist? Futsch. Renovierungsarbeiten. Sie ist hier. Ich sagte doch, dass sie herkommen würde. Schnappt sie!
Oh, Harvey. Was zum Teufel ist hier los? Hä? Ja, Buzz ist verrückt geworden. Was ist hier los? Was? So. Was los, hä? Okay, ich... Hä? Was? Kopf oder Zahl? Ihr wollt mich doch echt verarschen, was? Hä? Wieso zum Teufel haben die mich jetzt gesehen? Woher? Pass mal auf, ich mach jetzt mal einen anderen Ansatz. Bums. So. Hier drüben, schnell! Hier ist jemand! Neuer Plan. Wir durchsuchen den Raum nach der Schlampe. Sehen überall nach. Wir finden sie. Und wenn wir sie haben, ist sie erledigt. Ich hab hier jemanden. Findet und häutet die Katzenschlampe! So, jetzt ihn. Ich muss unter allen Umständen ihn ausschalten. Helft mir! What? Ach, der sagt denen immer, wo ich bin, oder was? Ich verstehe das nicht. Ich bin hier. Es ist mir hier gerade legit zu hoch. Wenn ich ihn habe. Okay, ich glaube. Ich bin eh wieder nach einem Schuss tot. Na gut, dann darf ich eben nicht gefunden werden. Wenn ich Harvey gefunden habe, sagt der denen, wo ich bin. Ich muss also ganz schnell weg. Und ich glaube, ich muss wirklich nicht einfach nur irgendwo anders hin, sondern ich muss an einen Ort, wo er... Also wo mich wirklich keiner im Blickfeld hat. Beziehungsweise wo mich keiner im Blickfeld haben kann. Versteht ihr, was ich meine? Also ich muss zum Beispiel hier durch so einen Schacht dann abhauen oder so. Möglichst schnell. Möglichst ohne getroffen zu werden. Oh, ich mag den Abschnitt gerade wirklich nicht. Ja gut, zugegeben. Ich mag den Abschnitt deshalb nicht, weil ich so schlecht darin bin gerade, aber... Da ist es gerade wirklich ein bisschen knifflig. Findet sie! Lasst sie nicht an uns ran! Genau das meine ich halt. Und das Urteil lautet Tod. Ich hatte jetzt wirklich für meine Begriffe, das was für mich jetzt logisch erscheint, also Spiellogik, hätte der mich nicht sehen dürfen. Ich war in Deckung, hinter dieser Ecke. Ich wollte jetzt warten, dass der halt rumkommt. So, jetzt hier weg. Jetzt kommt die nämlich hier wieder lang. Er kommt hier hoch. Und ich kann ihn hier abfangen. Was? Okay. Dann nicht. Ich hab's jetzt gerade... Ich hab zwar Y gehämmert, aber ist jetzt egal. Wir durchsuchen den Raum nach dem Miststück. Sieh überall nach. Wir finden sie und wenn wir sie haben, ist sie erledigt. Aber hier oben scheinen die mich nicht zu sehen. Erstmal zumindest. Hm.
So, versuchen wir jetzt mal ihn hier zu holen. Worauf wartet ihr noch? Helft mir! Tötet sie! Was? Nein, nein, ich bin da nicht dazu, ich bin da rein! Ich hab das Luder gefunden! Willst du mich verarschen? Sie ist weg! Hab sie verloren! Alter, ey. Die will aber auch verrecken. Wo ist sie hin? Hat sie jemand gesehen? Man ist weg, einfach so verschwunden. Ja, ich bin einfach so verschwunden, mein Junge. So. Weg, 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 weg. Andere Seite. Ah. So finden wir sie nicht. Hit and Run Taktik. Kurz durchatmen und dann suchen wir nach ihr. Einfach nur gerade absolute. Was? Feinde werden die Deckenbrech kontrollieren, wenn sie. Was? Ja, okay. Sie ist hier! Ich sagte doch, dass sie herkommen würde. Schnappt sie! Tschüss! Nichts wie weg! Kannst ein Meme draus machen, so, da gibt's doch das mit diesen komischen. Ich glaube, das ist so ein Mädchen im gelben Regenmantel oder so. Der dann halt auch so. Let me get the actual fuck out of here. Komm jetzt aber nicht hier in meine Richtung, oder? Komm hier in meine Richtung, willst du mich verarschen? Was ist er denn jetzt? Na, kann ich hier nicht hoch? Doch, oder? Ich kann hier hoch. So. Ich erstmal außer halt deren Reichweite. So. Das geht schon alles. Man muss aber halt die Regeln rauskriegen. Also man muss halt einfach wissen, was das Spiel von einem will. Wow. Findet und häutet die Katzen. Ha! Nein! Doch! Und jetzt müssen wir uns nicht mal um die anderen kümmern. Ja! Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die gesunde Seite deines Gesichts. Hab nur die Hälfte genommen. Den Rest habe ich weggegeben. Gewonnen, Schlampe! Das mit den Hälften reicht langsam.
Es bringt dich immer nur in Schwierigkeiten. Alter, ey, die Folge geht 55 Minuten. Da werde ich ein bisschen was an der Framerate einkürzen müssen, damit der Upload nicht so lange dauert. Hast es nicht ohne mich ausgehalten, hm? Kann ich verstehen. Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. Viel Erfolg dabei. Ein paar Herrschaften haben beschlossen, sich an meinen Sachen zu bedienen. Ich hol mir alles zurück. Zieh dir vielleicht vorher mal was nicht Zerfetztes an. Oh, guck mal, da hinten ist gleich eine Ding. So, ja, an diesen Katzenpunkten kann man jetzt also praktisch die Charaktere wechseln. Holy crap, Alter. Okay, das war jetzt echt eine Tortur für mich. Aber ja, wie gesagt, es ist immer, das gilt nicht nur für Arkham City hier, sondern das gilt für absolut jedes Spiel. Es ist immer... Ich sag mal, leicht dann, sobald man weiß, was das Spiel von einem will. Also jedes, ne, es, ich meine, das ist ein Spiel, es nennt sich nicht umsonst Spiel. Es gibt immer Regeln. Und sobald man halt weiß, wie die Regeln sind, kommt man dann relativ gut klar. In dem Falle hier halt war offensichtlich die Regel, es ging gar nicht darum, wie in einem anderen normalen Schleichabschnitt alle Gangster auszuschalten und sich dann zum Schluss um Two-Face zu kümmern, sondern man musste praktisch nach dieser Hit-and-Run-Taktik, naja, habt's ja gesehen, nach dieser Hit-and-Run-Taktik immer wieder Two-Face attackieren. Der hat dann die Position gewechselt und dann musste man wieder wegrennen. Und am Ende musste man sich nämlich überhaupt nicht um seine Handlanger kümmern, was zwar an und für sich unlogisch ist, also würde ich jetzt zumindest argumentieren, aber es sind halt die Regeln des Spiels. Es ist genau das, was das Spiel wollte. Ich glaube, man muss ja eine bestimmte Reihenfolge bringen. Aber eigentlich ist es auch egal. Ich kann jetzt eigentlich auch schon Tschüss sagen. Weil ich werde nämlich jetzt genau das hier mit Batman die ganze Zeit machen. Und dann werde ich, sobald ich die ganzen Rätsel habe, ich müsste die nämlich, glaube ich, ja auch in einer Reihenfolge zünden können. Oder? Na egal. Finde ich schon raus. Ja. ich werde mich nämlich jetzt um die ganzen Riddle-Rätsel kümmern. Also auch die von Catwoman, damit wir das dann haben. Und dann mache ich eine Folge zu den ganzen Riddler-Räumen noch, die jetzt noch fehlen. Dann hätten wir theoretisch noch Catwoman, wie sie erzeugt, wiederkriegt, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das so richtige Missionen sind oder einfach nur irgendwelche Punkte auf der Map, die man abfarmen muss. Je nachdem nehme ich das auf oder auch nicht. Und dann haben wir noch eine Sache, die werde ich aber nach dem Finale veröffentlichen. Und zwar gibt es da ein DLC, wo man als Harley Quinn spielt. Nee, oder? Gegen Harley Quinn, Entschuldigung. Als Harley Quinn war was anderes, das ist glaube ich in Arkham Knight. Na egal. Auf jeden Fall gibt es ein Harley Quinn DLC. So. Hoffe, ihr hattet trotz alledem ein kleines bisschen Spaß. Also wenn ihr die Folge jetzt wirklich komplett und voller Länge angeguckt habt, dann vielen, vielen Dank wirklich. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Nicht jeder würde sich eine Stundenfolge angucken. Aber ich will es trotzdem an einem Stück hochladen. Naja, was soll's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.